Und damit welcome back, Freunde des Kaffeegenusses, zu einer weiteren gut riechenden Folge Espresso Tycoon. Ja, Leute, wir machen weiter an dieser Stelle. Wir haben noch einiges zu tun. Und wie ihr sehen könnt, da hinten haben sich schon ein paar Leute hingepflanzt und nutzen schon das neue Sofa. Das freut mich natürlich, dass das hier Anklang findet. Mal ein bisschen aufräumen hier, bevor wir weitermachen. Alles verdreckt und verschmutzt. Und die Kaffeemaschine ist auch schon langsam durch. So, lala, ist auch wieder repariert. Das heißt, ich bin jetzt erstmal, wohl hier hinten muss ich noch ein bisschen bewässern. Die Pflanzen versagen. Aber kein Problem. Ich habe genug von allem da. Und ja, auf jeden Fall heute wollen wir mal gucken, dass wir hier von den Kaffeebühnchen nochmal ein bisschen aufsteigen. Wir sind jetzt bei Stufe 2, wollen auf Stufe 3. Dafür müssen wir den untersten Punkt nochmal angehen. Und zwar brauchen wir einen Barista, der die Fähigkeit bei Kaffee gut hat. Können wir mal schnell schauen. Mitarbeiter. So, angeheuert, das passt. Wir haben hier alle auf nicht schlecht. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur einen noch pimpen. Und dann haben wir das Ding eigentlich schon. Mal gucken, wer ist denn jetzt gerade am Start? Die Charlotte. Das heißt, das nächstes kommt Tyler King. Das heißt, ich würde dann Tyler King im Grunde gleich mal hier nochmal schulen. Kaffee. 240. Das heißt, er ist dann auf gut. Damit haben wir das Kriterium hier erfüllt. Und sollten dann erstmal wieder aufsteigen. Ah, Leute, könnt ihr euren Scheiß hier nicht wegräumen? Das ist ja der Wahnsinn. Bringt meinem süßen Kaffee mal ein bisschen mehr Respekt entgegen. Jetzt wird es langsam dunkel. Ich habe gesehen auf Bildern im Internet, dass man tatsächlich auch draußen Sachen aufbauen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob das im Tutorial schon geht. Ich würde es aber gerne mal ausprobieren. Einfach so just for fun. Da würde ich dann auch tatsächlich die Dinger da hinstellen. Das geht. Oh, wie cool. Oh, da würde ich jetzt aber sagen, da investieren wir nochmal. Dass wir draußen so ja, eine kleine Ecke haben, wo man sitzen kann. Dann nehmen wir das hier natürlich in Rot für der Lebe. So. Und dann können sich die Leute da auch draußen dann hinpflanzen. Das ist geil. Machen wir mal zwei Tische, hätte ich gesagt. Einmal hier hin. Einmal dahin. Dann können wir jetzt tatsächlich hier diese billigen Stühle nehmen. Für den Anfang hätte ich jetzt zumindest gesagt, weil ich glaube, für draußen eignet sich jetzt zum Beispiel so ein Sofa nicht, ne? Ist ja klar. Sitzsäcke auch nicht, ist ja blöd. Wegen Wittrigkeiten. Also hätte ich jetzt einfach mal gesagt, obwohl wir auch Stilpunkte brauchen eigentlich. So ein Business. Oder doch eher hier so. Also optisch würde mir das jetzt für draußen erstmal besser gefallen. Wir machen das jetzt einfach mal, hätte ich gesagt. So, hier ein Stuhl hin. Hier so ein bisschen schräg. Da nochmal schräg. Ein bisschen Abwechslung reinbringen. Hier nochmal ein. Bei der Bremsen. Ist der Außenbereich auch fertig? Klatsch mir noch Servietten drauf. Ah, einladend, oder? Einladend, sag ich. Was, wie? Wir sind nicht nah genug dran. Okay. Was, you can't move? Was? Kostet's. Reserved for customer. Ja, okay, kein Problem. Dann machen wir einfach den Tisch da näher ran. So. Jetzt passt's aber. Okay, so können wir das erstmal stehen lassen. Das ist doch ganz cool. Dasselbe machen wir dann hier natürlich auch noch. Allerdings nicht jetzt. Check nochmal kurz die Vorräte. Kaffee haben wir noch. Wasserfilter schaut auch noch ganz gut aus. Milch können wir auf jeden Fall nochmal was ranholen. Tutti completi. Sojamilch. Machen wir auch nochmal drei Stück.
Oder 5 haben, 5, 10, das passt. Toppings sind mir super aufgestellt. Arkai. Können wir auch schon mal 5 Dinger daran holen. So. Schlagsahne geht eigentlich noch. Heidelbeere. Auch schon mal 5. Und Kirschen. Wir haben jetzt zwar noch keine Rezepte, wo wir die Sachen brauchen, aber es ist natürlich nicht schlecht, wenn man das schon mal vorab hat. So. Becher to go haben wir noch. Sehr gut. Haben wir das jetzt eigentlich erfüllt? Immer noch nicht. Wer ist denn jetzt gerade da? Der Tyler. Ah, dauert noch 2,5 Minuten, dann ist der geschult. Können wir dabei hier nochmal die Snacks auffüllen? Snacktime. Ich habe schon wieder den Fehler gemacht und habe die Aufnahme gestartet, obwohl ich Hunger habe. Das ist bei diesem Spiel echt ein bisschen kontraproduktiv. Muss ich mal so by the way sagen. So, das Ding ist voll. Dann machen wir hier nochmal. Ich würde da so gerne reinbeißen, ey. Das geht schon. Dann hier nochmal ein Croissant. Also wenn ich in so einem Café arbeiten würde, und ich wäre auch der Besitzer, dann wäre dieser Tresen hier wahrscheinlich, ja, zur Hälfte auf jeden Fall geleert, aber nicht wegen den Kunden, sondern wegen mir selber. Ich würde fett werden, glaube ich. Herzlichen Glückwunsch, Level Nummer 3. Ich krieg sogar noch ein bisschen Kohle nachgeworfen. Geiler Scheiß. So mag ich das. Dann können wir jetzt mal gucken, was wir an sich brauchen. Nochmal schnell aufräumen. Aber wie gesagt, das Eck da hinten, das werden wir nochmal überarbeiten. Das gefällt mir gar nicht. Aber ich habe jetzt auch grundsätzlich nochmal geschaut, so was es für Möglichkeiten im Spiel gibt. Und man kann echt später super viel machen. Also man kann dann auch Teppiche freischalten. Man kann hier wirklich alles richtig geil dekorieren, anstreichen. Keine Ahnung, super geile Sitzmöglichkeiten. Richtig geiles Café kann man da draus machen. Und ich bin am Überlegen, ob ich mir die Vollversion dann hole. Weil es macht schon echt Spaß. Es ist zwar grindy, aber tatsächlich geht es relativ zügig und man hat ja auch immer irgendwas zu tun. Von dem her ist es relativ ausgewogen. Ich persönlich gucke ja auch gerne mal dem Treiben hier zu. Das haben sie schon sehr schön gemacht. So, Vorräte sind eingetroffen, na klar. Ab ins Lager damit. Haben wir eigentlich schon die Toilette gekauft? Glaube nicht, hä? 1500. Ah, da müssen wir nochmal kurz sparen. Das wird erstmal nix. So. Was können wir denn jetzt dabei noch machen? Sind Sie happy, Madame? Are you happy, Monika? Oh, der Preis von Milchtraum ist sehr günstig. Das können wir ändern. Das sollten wir ändern. Milchtraum. Gehen wir nochmal ein bisschen hoch. Ja, grundsätzlich könnte ich vielleicht einfach mal überall nochmal ein bisschen erhöhen. Mein Gaspreis ist teuer, ne? Deswegen können wir da schon ein bisschen mehr verlangen. Ach cool, hier ist der erste draußen. Der Kyle Garcia. 68 Jahre jung. Ja, okay. Er sieht schon ein bisschen faltig aus. Da passt das Alter. Aber cool, dass er das draußen jetzt da nutzt. Diese blöden Tauben. Warte mal, ich kann die anklicken. Taube! Okay, kann aber damit nichts machen. Schade. Ja, wir sparen Geld jetzt erstmal. Sparen jetzt erstmal Geld für die Toilette. So, gucken wir mal, was wir als nächstes brauchen. Stilpunkte hätten wir schon wieder. Bewertung von 80 haben wir. Recherche haben wir auch.
Und jetzt geht's um die Fähigkeit eines Baristas in Milch. Die muss auf gut sein. Nee, auf... Ja, doch, auf gut. Kriegen wir das auf die Schnelle hin? Milch. Nicht schlecht, nicht schlecht. Sehr schlecht. Kriegen wir hin. Charlotte könnte es machen. Machen wir das mal. Schulen wir die nochmal. So, dann kaufen wir jetzt hier Toilette. Alter, cool. Scheißhaus ist eröffnet. Großartig. Und hier haben wir jetzt auch Seifenspender. Also wir müssen jetzt tatsächlich auch Seife kaufen zum Auffüllen. Und natürlich auch das berühmte Popapier. Aber ich glaube, das hält eigentlich ganz lange. Also, ich meine, auf Vorrat könnten wir jetzt schon mal was holen. So eine Handvoll. Eine Handvoll Rollen. Eine Handvoll Seife. Kann nicht schaden. Hier Reinigungsmittel. Seife Stufe 1. Ah, guck mal, die See ist super günstig. Toilettenpapier. Schiff happens. So, auch mal 5 Stück. Dann haben wir da schon mal was. Das sieht alles noch gut aus. Das kann alles noch so laufen. So, sind die Mitarbeiter eigentlich happy? Boah, hier können wir mal Gehalt anpassen. Auf die Mitte, das reicht. Er geht noch. Könnte man ein bisschen mehr verdienen. So 70 am Tag. Motivation. So, jetzt wird es eh Abend. Dann hätte ich jetzt gesagt, machen wir mal einen Musikswitch. Abrupt. So, Leute. Jetzt entspannen wir mal. Sie hatten halt einen harten Arbeitstag. Und sich mal ganz kurz ausruhen. Dann kommen sie zur heißen Latte. Denn nur in der heißen Latte erfahren sie die wahre Ruhe. Absolute Tiefenentspannung. Setzen sie sich noch heute auf unsere wunderschöne Ledercouch und genießen sie ihren heißen Kaffee, indem sie sich ihre Lippen verbrennen. Ey, diese Pflanzen, ne? Brauchen unfassbar viel Wasser. Bams. Wie sie da zu dritt sitzen, ey. Cool wäre es halt auch, wenn sie so ein bisschen Konversation miteinander führen würden. Das muss jetzt nicht vertont sein, aber dass dann so Sprechblasen oder so mit dabei wären. Aber ich glaube, hier in meinem Café, da haben sie alle lieb. Ja, würde ich jetzt mal behaupten. Alter. Ist wieder typisch. Draußen flüchten sie dann schnell und dann lassen sie ihren Müll liegen. So, sollen wir vielleicht nochmal diese Seite hier ausbauen? Hier einen Tisch hin. Könnten wir eigentlich mal 3 hinstellen. Mal so rum. So, was hatten wir jetzt? Diese Bierdinger da. Okay. Einmal so. Einmal so. Den hätte ich lieber gerne schräg. Den machen wir dann so. Top! Bin wieder pleite. Brauchen schneller Geld. Würde mal sagen,
Hol jetzt noch mal ein bisschen was auf Vorrat und dann lasse ich auf Schnelldurchlauf. 2,29. Alter. Krass. Kein Geld mehr. Ein bisschen Kaffeefilter geht noch. Milch, ja, kann man eigentlich auch noch lassen. Dann holen wir jetzt hier nochmal ein paar. Zwei Stück, drei Stück. Ah, 1500. Nice. Sehr gut. Dann machen wir mal auf Schnelldurchlauf. Natürlich immer gucken, feedbackmäßig, was hier geht. Okay, der Barista weiß nichts über Milch. Ja, ich weiß, mein Personal ist jetzt noch nicht perfekt geschult. Aber Schulungen kosten halt auch viel Geld. Ich bin dran. 1800 könnte man allerdings schon wieder drüber nachdenken. So, hier Schnelligkeit sind sie ja alle mittlerweile ganz gut. Sie würde ich jetzt nochmal vielleicht bei Café. Joanna. Kunst. Was bedeutet hier eigentlich Kunst? Wir machen erstmal, ja, Café. Das ist das Wichtigste. Charlotte auch. Ein Tyler. Machen wir jetzt nochmal bei Milch. Wir wollen hier nur Profis, Leute. Ist auch schon wieder durch die Maschine. Was kosten die nächste? Ein Taui. Es geht. Wäre die Qualität ein bisschen besser. Ah, jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. Das Eck hier gefällt mir überhaupt nicht. Überlegung wäre, diese zwei Tische hier noch wegzunehmen vielleicht und hier dann so eine Couch-Lounge zu machen. Dann hier wieder mit Tischen arbeiten. Das könnte man noch machen. Hey, hey, Joanna, du geile Sau. Herausforderung. Habe 12 Pflanzen. Geld 150. Kann man easy bewerkstelligen hier. Warte, Moment. Wir gehen mal wieder auf normal. Wir haben jetzt momentan 1, 2, 3, 4, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, wir brauchen hier noch 8 Stück. Wir nehmen die günstigste. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Zeitgleich das noch ausgeführt. Geil. Das habe ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm gehabt. So, auch erreicht. Und dann können wir die wieder verkaufen. Kriegen den Vollpreis. Da die noch nicht abgenutzt sind. So, dann haben wir es auch erledigt. Sehr gut. Wie schaut es denn eigentlich mit der Recherche aus? Kaffee. Das Thema mal hier ein bisschen in die Sachen, die wir eigentlich noch nicht so brauchen. Hier. Ja, läuft es eigentlich noch. Wir könnten ein bisschen mehr investieren, Leute. Wir haben jetzt gerade richtig viel Kohle. 3700, das heißt, neue Maschine muss her. Go for it. Mal wieder ein bisschen bessere Qualität. So, top. Also das müssen sie auf jeden Fall ändern, wenn man in dieses Menü reinkommt, dass die Musik dann immer geswitcht wird. Dass man die irgendwie ausmachen kann, wäre ganz cool. So,
Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir jetzt nochmal hier nochmal kommen. Wir haben jetzt gerade genug Geld. Wir holen von allen nochmal ordentlich nach. Auch hier nochmal Kaffee. Ich weiß, vor der Tür haben wir auch noch ein Paket. Milch nochmal Vollgas. Das war's erstmal. So, dann können wir jetzt erstmal das hier entfernen, aber da, okay, muss ich da reingehen. Wir bereiten die Ecke schon mal vor. Der Dude, jetzt hab ich dir den Sitzplatz weggenommen, wa? Das sollte mich schämen. Hier brauchen wir noch Servietten. Wo sind denn die hingekommen? So, und sobald der Typ jetzt aufgestanden ist, hauen wir das noch weg und dann switchen wir die Couch darüber. So, die Caroline, die ist total zufrieden. So mag ich das. Bitte Bewertung abgeben, Caroline. Einen Daumen nach oben für dieses wunderschöne Café. Immer schön weiterempfehlen. Okay. Jetzt würde ich sagen, nochmal Mitarbeiterschulung. Hier mal, dann da mal. Könnte ich jetzt ordentlich rauspfeffern. Da noch ein bisschen. Alter, krass, das dauert 11 Minuten hier. Das noch, drauf geschissen. Ich habe zwar noch keine Ahnung, was Kunst an sich bedeutet, aber kann ja nicht schaden. So, Bohnen sind da. Meine heißgeliebten Bohnen. So, dann schauen wir jetzt mal. Sind sie fertig hier? Ich brauche die Couch so langsam. Kaufen wir einfach eine neue, wir brauchen eh zwei dann. So, dann kommt jetzt hier die Couch hin. Oh, geht nicht. Doch, geht schon. So, Couch ist da. Sieht schon mal gut aus. Mister, raus jetzt. Muss umbauen. Zutat ist da. Ah ja, sehr schön, sehr gut. So, dann weg damit. So, jetzt brauchen wir natürlich irgendeinen coolen Tisch. Aber ich habe halt noch keinen coolen Tisch. Recherche ist aber an sich drin mit Tischen, ne? Ja, ist drin. So, wir gehen mal raus bei... Gemälde brauchen wir jetzt weniger. Snacks kommen wir mit dem, was wir jetzt haben, eigentlich auch ganz gut klar. 5 Gemälde, das können wir auch noch machen. 5 Gemälde. Klatschen wir einfach schnell ran. Ist eh neu. Na, warum geht das nicht? So, klatschen wir das noch ran. Dann hat sich das auch erledigt. Super. Coolen Tisch. Ja, finde ich fast schon geiler als den auf jeden Fall. Wenn der halt nicht so hoch wäre, der wäre richtig gut. Ja, wir nehmen mal den da. Und den gibt es auch nur in der Farbe. Naja, okay. Kumpel. So, und dann hätte ich gesagt, gegenüberliegend auch nochmal so ein paar Sitzsäcke. Oder hier, den da. Ja, passt halt farblich null. Hier kann ich sogar die Farben der Sitzsäcke ändern. Ist geil. In dem Sitzsäcke, Leute. Lässige Sitzsäcke.
Frage, eine oder zwei? Jetzt mal einen genommen. Reicht. Nein, 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 nein. Da hinten ist es nicht mehr. Nein. Verdammt. Die Frage ist, wenn ich das jetzt hier noch weiter rüber setze, dann schwierig hier mit rauskommen. Da geht das noch. Und dann hier eventuell noch so eine Couch, also die darüber ziehe. Alter, jetzt ist sie komplett besetzt hier. Oh, das ist guter Sound, Leute. Das kickt mich. Hey, hey. Samantha. Lass dir schmecken, meine Gute. Ich muss sagen, wenn ich hier in der Nähe arbeiten würde, das ist auf jeden Fall mein Place to be in der Pausenzeit. Würde ich mich hier schön auf die Couch legen, Kaffee saufen, mich mit Muffins zu donnern, dann wäre ich ein glücklicher Mensch. Die kleinen Dinge im Leben. Ihr wisst es ja. Okay, ich würde mal sagen, wir lassen mal kurz mal ein bisschen schneller laufen. Grundsätzlich wären wir jetzt eigentlich auch mit dem Café fertig. Aber vielleicht mache ich noch eine Folge. Leute, ihr habt keinen Tisch. Das ist total dämlich. Geht von der Couch runter. Kunden können Stuhl nicht erreichen. Oh, warum? Dann stellen wir ihn doch so hin. Der ist auch noch nicht wirklich gesetzt. Die hätten ja gern schief gehabt. So, Frühlein, was ist bei dir? Bist du jetzt mal fertig? Ich kann meinen Kaffee nicht auf den Tisch stellen. Ach, erzähl. Könnte daran liegen, dass du keinen Tisch vor dir hast. Setz dich darüber, da hast du einen Tisch. Howdy. Bisschen Country, Country Music. Upa. So, jetzt können wir die hier endlich verkaufen. Weg damit. Und dafür machen wir jetzt wieder, so wie vorhin, oh, einen neuen Tisch. Oh, der ist auch so fett. Was hatten wir denn da? Die da hier, oder? Studenten mögen das und das mag keiner. Ein Braunton. Ja, machen wir hier das braune Eck. Hier noch einen hin. Soll ich da drei hinsetzen? Ja, ich mache einfach erstmal nur zwei hin. Obwohl, mach mal drei. Bam. Bam. Und dann sieht sie die Sack. Na, den hätte ich gerne ins Eck gekriegt. Muss man den nochmal verschieben. Na, der geht. Und dann brauchen wir noch. Das könnte eng werden.
Ah, ich glaube, ich mache nur noch zwei Tische. Kann ich auch zweimal Sitzsack nehmen? Klose. So, nochmal einen Schritt zurück hier. Und den noch ein bisschen näher ran. Das hier einmal angepasst. Passt. Top. Das gefällt mir jetzt nicht mehr. Er muss weg. Der muss weg. Vielleicht doch den Sessel. Kommt da keiner mehr vorbei. Das ist ein bisschen doof. Das sieht jetzt auch nicht so top aus. Nee, nee, das geht so nicht. Wir machen mal den dahin. Einmal schräg dahin stellen. Erstmal. Und er kann nicht reinpassen. Super, Leute. Und klatschen wir noch ein bisschen Wasser rein. Die saufen, ey, diese Pflanzen. Das ist der Wahnsinn. Mitarbeiter noch mal kurz schulen. Da noch mal trainieren. Da noch mal trainieren. Da noch mal trainieren. Ich brauche jetzt auch nicht mehr groß aufs Geld achten. So, Schnelligkeit können wir bei allen noch mal ein bisschen pumpen. So, bam. So, 8. Ja, ist halt jetzt die Frage. Noch eine Folge mit diesem Café. Oder dann schon Missionen angehen. Die eine, die wir haben. Können wir uns, glaube ich, gar nicht so austoben. Weil wir da mit ziemlich wenig Geld starten. Hier könnten wir uns noch austoben, indem ich jetzt einfach sage, ey yo. Wir hauen jetzt hier mal richtig viel Kohle raus, damit wirklich alles mal erforscht wird. Auch schneller. Hier sind wir eh fast durch bei Kaffee. Vielleicht auch nochmal einen neuen Kaffee machen. Ich glaube, ich mache noch eine Folge mit diesem Restaurant hier. Und dann geht es dann an die Mission ran. Ich bin mit diesem Kaffee gerade echt happy. Es läuft gut. Sieht chillig aus. So muss das sein. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich bei euch da draußen fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr mich ein bisschen unterstützt, mir den Daumen gebt oder einen Kommentar verfasst. Und jetzt wünsche ich euch noch einen ganz lässigen und erfolgreichen Tag. Bleibt sexy, geschmeidig, bis zum nächsten Mal. Trinkt viel Kaffee. Tschüssikowski.